Was geht ab, Freunde? Stefan hier von FIFA und herzlich willkommen zu einem weiteren Pack-Opening. Heute mal wieder die Gold-Sets am Start, natürlich, was auch sonst. Wir haben noch 3100 FIFA-Points, werden jetzt auf jeden Fall mindestens 5 Packs ziehen. Fangen auch direkt an, wollen gar nicht viel labern. Und jetzt kommen wir auch direkt zum ersten Pack. David Alaba ist drauf und drin haben wir, wer ist es? Komm schon, gib uns was Gutes, die Rossi. Und Santana, also Rossi, kein schlechter Mann. Ich glaube, 3-4 Sterne skillt er, 3. Vielleicht noch ein bisschen was wert, kommt auf jeden Fall mal auf die Transferliste. Bendtner überhaupt nichts wert. Genauso wie Santana gehe ich auch nicht von aus, dass der was wert sein wird. Ja, wir werden den jetzt einfach mal schnell verkaufen. Was haben wir sonst noch? So einen Verträge wie immer, Ballsicherheit, irgendwie hier so eine Kacke, was wir alles nicht brauchen. Die werde ich jetzt nochmal irgendwie, die 14 Münzen nehmen wir uns noch kurz mit. Hier dann nochmal die 14 Münzen und den Rest packen wir dann einfach mal zum Verein hinzu. Also ich finde das echt richtig stark, dass man jetzt so viel zum Verein hinzufügen kann, wie man will. Denn vorher war das ja echt ein bisschen nervig und das haben die echt gut gelöst. Ja, dann kommen wir jetzt auch direkt mal zum nächsten Pack. 150 FIFA Points werfen wir raus. Und falls ihr auch gerne mal Packs öffnen wollt, keine Münzen habt, keine FIFA Points, dann schaut mal in der Videobeschreibung nach. Dort findet ihr einen Link zu unserem Sponsor. Und da könnt ihr dann FIFA Points, Münzen zu guten Preisen kaufen. Und dann könnt ihr auch mal wieder ein paar Packs ziehen. So, jetzt haben wir drin Samba. Wir tanzen Samba, Samba die ganze Nacht. Und der ist ja viel zu langsam eigentlich. Aber dafür hat der Tempo. Ach, Tempo, das Laberstur. Tempo, der ist zu langsam, aber Tempo. Ja, natürlich, das geht irgendwie gar nicht. Wir packen den jetzt erstmal ja, zum Verein hinzu, würde ich sagen. Vielleicht kann man den ja wieder brauchen. Da haben wir noch José Callejón. Auf die Transferliste, dann haben wir noch Wanderlei. Den werden wir jetzt mal eben verkaufen. Giaccherini, vielleicht noch ein bisschen was wert. Kommt einfach mal hier auf die Transferliste. Ansonsten haben wir hier noch ein Bayern-Trikot. Und das finde ich eigentlich ganz schick. Das werden wir jetzt mal anwenden. Trikot aktivieren für hier dieses blaue klassische von Chelsea. Da haben wir da auch mal wieder ein bisschen Abwechslung drin. So, jetzt möchten wir alles schön zum Verein hinzufügen und dann kommen wir auch direkt zum nächsten Pack. El Charaoui, bring uns Glück. So, das dritte Pack haben wir jetzt gezogen und diesmal haben wir drin... Wen haben wir? Ach du Kacke, Ochoa, meine Güte, also... das ist echt nicht gut. Ochoa... Der wird aber nichts wert sein, kann ich mir nicht vorstellen. Leo Baptista. Wir werden jetzt einfach hier mal schnell die ganzen Jungs hier schnell verkaufen. Ochoa auch, der wird nichts wert sein. Also ich meine, Mexikaner, wer will schon Mexikaner? Vielleicht ist der 800 Münzen wert, aber scheiß drauf. Dann legen wir jetzt mal einfach schnell alles ab. Fitnesskarte und so weiter hier. Packen wir einfach mal so jetzt alles dazu. 3 Packs bisher nicht so wirklich gut. Und jetzt brauchen wir echt mal einen guten. So, Alaba, bring uns jetzt Glück. Und es ist diesmal... Also ich finde, eigentlich sieht das alles voll cool aus, aber so 3 Sekunden dauert das dann doch schon zu lange, finde ich. Also das hätten sie ein bisschen kürzer machen können. Also wir haben jetzt Carrasco drin. Ob der was wert ist, werden wir sehen, wenn ich den verkauft habe. Dann haben wir hier noch Amos. Kommt auch mal auf die Transferliste. Dann haben wir noch Cañas, können wir nicht gebrauchen. Oh, das war aber knapp jetzt. Schnellverkauf, so, den wollen wir verkaufen. Da haben wir hier noch, ja, der ist gut, den können wir gebrauchen. Was haben wir sonst noch für die ganze Mannschaft? Cat, auf jeden Fall auch nicht schlecht. Das werden wir jetzt noch schnell ablegen hier, Schnellverkauf, aber den Rest nehmen wir jetzt einfach mal dazu. So, 2 Packs werden wir noch ziehen, also das kann nicht angehen. Also ich meine, was ist denn da los? Was ist denn da los, ey? Also, dass wir echt nur Scheiße ziehen. Der beste bisher war, glaube ich, Gibbs jetzt, also der hat 4000 Münzen ungefähr eingebracht. Aber ganz ehrlich, das reicht mir noch nicht. Und diesmal... Emma... Was ist denn da los? Das kann echt nicht wahr sein. Emerson, also... das ist echt ein Witz. Irgendwie ist das ein Witz. Was habt ihr denn bisher so gezogen? Seid mal ehrlich, habt ihr gute Sachen gezogen? Also bei der Scheiße, die ich ziehe, kann doch nicht sein, dass die anderen dann so gute Sachen ziehen. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal alles zum Verein hinzu. Also ich finde echt keine Worte für dieses, für diese Pack-Openings hier. Aber ich würde euch jetzt gerne auch mal was Gutes bieten, ne? Das kann ja nicht angehen. Wir ziehen jetzt das letzte Pack, ne? Alaba hat uns bisher überhaupt kein Glück gebracht. Wir warten mal, bis Messi kommt. Wir wollen Messi. Gib uns Messi jetzt. Komm schon. Ne, wir wollen Messi.
wollen Messi, 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 Messi. So, dreimal mache ich das jetzt noch. Wenn dann kein Messi kommt, dann nehme ich einfach den, der da kommt. Aber auf keinen Fall Alaba, denn der, wunderbar, beim dritten Mal klappt. So, und jetzt kommen wir zum letzten Pack. Ich werde jetzt wieder nicht hingucken. Ich werde nicht hingucken. Komm schon, gib uns was Gutes. Und diesmal haben wir gezogen. Ich werde jetzt die Augen auf... Ach du Scheiße. Immerhin hier sehr eine gute Chemistry-Styles, aber keine guten Spieler. Also das ist unfassbar. Ich verstehe das echt nicht. Bin ich hier irgendwie verhext oder was? Mein Account? Mann. Wir haben hier noch so Supernarura, den kenne ich überhaupt nicht. Wo spielt der? Ich kenne Rumänien, dann irgendwo einen Verein, den ich noch nie gehört habe. Pro League kommt mal alles dazu, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier noch Oberkörper. Hawk ist auf jeden Fall nicht schlecht für einen Stürmer, glaube ich. Und Wall für einen Torwart auch nicht so schlecht. So, wir verkaufen das jetzt einfach schnell. Und dann kommen wir auch zum letzten Pack. Also, so, meine Damen und Herren, wir brauchen jetzt was Gutes. Falcao, diesmal bringt uns Glück. 150 FIFA-Points, also, so, die hauen wir jetzt raus. Und diesmal ziehen wir. Ach du Scheiße, Rafinha, was ist das denn für eine Verarsche? Meine Güte, nicht mal einen seltenen Spieler. Kabea wieder, Petersen, Rafinha. Mann, immerhin 1000 Münzen, aber das reicht mir nicht. Dann haben wir noch ein FC Bayern Wappen. Können wir eigentlich mal, ich würde das eigentlich gern hier, warte mal. So, Transferliste, mal eben gucken, fügen wir hier kurz ein paar, ein paar Sachen zum Verein, wie zum Beispiel hier diesen Vertrag. Wie geht denn das jetzt? Genauso. So, wunderbar. Haben wir gespeichert, dann können wir jetzt hier wenigstens, vielleicht kriegen wir was fürs Bayern-Wappen. Was können wir sonst noch so? Glove. Also das kommt jetzt auf jeden Fall mal auf die Transferliste. Was haben wir sonst noch? Das kommt zum Verein alles hinzu. Rafinha könnten wir eigentlich auch, für den kriegen wir wahrscheinlich noch was. Ich weiß nicht, 2000 Münzen vielleicht. Weil die ganzen Rechtsverteidiger, Piszczek und wer ist es noch, Lahm, das sind eigentlich die besten, aber die sind einfach viel zu teuer, deswegen greifen da viele auf Rafinha und Co. zurück. Also Petersen können wir jetzt ablegen. So, Schnellverkauf, der wird nichts einbringen. Kabea genauso, Schnellverkauf. Wir kommen nicht mal auf die 20.000 Münzen, aber immerhin haben wir dann hier noch Glove und so weiter, hier mit Fitnesskarte. Ja, das war's dann auch von diesem Pack-Opening. Ich hoffe, euch hat's trotzdem gefallen, auch wenn wir bisher irgendwie nur Pech hatten und nur Müll drin hatten. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Naja, man kann nichts dran ändern. Das war's soweit von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!